Hey, schön, dass du wieder hier auf dem Kanal gelandet bist. Herzlich willkommen zu Luke's Food Blog. Mein Name ist Luke und auch herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, heute geht es darum, welche Kochmethode ist die meiner Meinung nach gesündeste und die vor allem schonendste. Ich habe dir 4 Kochmethoden mitgebracht und wir werden die alle nach der Reihe durchgehen. Wir fangen an mit der am ungeeignetsten und dann mit der sozusagen besten, schonendsten. Ja, ich würde sagen, lass uns anfangen direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Auf Platz 4 haben wir, denke ich, das Frittieren. Vor allem das Frittieren in Öl, insbesondere wenn du jetzt draußen frittierst. Wenn du jetzt zu Hause frittierst, ist das Ganze nochmal ein bisschen was anderes, insbesondere wenn du das Öl einmalig nutzt. Aber draußen ist es halt so, dass das Öl, meistens das Sonnenblumenöl, halt mehrmals verwendet wird, also immer wieder verwendet wird. Das hat nicht nur zur Folge, dass du ein unfassbar schlechtes Verhältnis von Omega-6:3 hast durch das Sonnenblumenöl, sondern dass eben auch durch das viele und hohe Erhitzen Transfettsäuren entstehen, und das sind eigentlich einer der ungesündesten Sachen, die du zu dir nehmen kannst, sogar noch schlimmer als Zucker. Das heißt also, man muss unterscheiden, ist man jetzt draußen oder ist man drin. Trotz alledem würde ich das Frittieren halt eher meiden, weil die meisten Öle einfach nicht dazu gedacht sind, zum Frittieren verwendet zu werden. Das ist ein bisschen anders, wenn das Öl desodoriert wurde, also mit Dampf behandelt wurde, weil dann sind die ganzen hitzeempfindlichen Stoffe raus. Das Öl hat eben einfach eine viel höhere Temperatur. Man muss auch sagen, es gibt Lebensmittel wie zum Beispiel gelbe und rote Zwiebeln, die ja so gesund sind wegen des Quercetins, die überstehen das Frittieren sozusagen. Also die behalten dann auch noch immer einen Teil des Quercetins. Generell würde ich aber Frittieren eher meiden. Dann haben wir auf Stufe 3, und da bin ich jetzt kein Gegner von, aber ich finde, die anderen beiden sind einfach deutlich besser, das Kochen. Denn das Problem beim Kochen ist halt, dass wir diese ganzen wasserlöslichen Vitamine haben und die gehen natürlich dann ins Kochwasser über. Das heißt, da geht einfach eine Menge verloren. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, wenn du eine Suppe machst, wo du das Wasser ja sozusagen mit isst bzw. mittrinkst. Da hast du die ganzen Nährstoffe dann noch mit drin. Aber es ist eben einfach nicht die schonendste Art zu kochen. Dazu kommt, dass man eben auch häufig eine relativ hohe Hitze hat und das Wasser eben, wie gesagt, direkt in Kontakt mit dem Wasser kommt. Die Lebensmittel direkt in Kontakt mit dem Wasser kommen. Deutlich besser, und die Methode, die werden wir auch in meinem Kochbuch sehr, sehr häufig verwenden. Da kann ich dir nur sehr empfehlen, da rein zu investieren. Das ist, wie ich persönlich finde, eines der besten Küchengeräte, die wir haben. Und hier muss ich sagen, teilen sich so Platz 2 und 1. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was das Bessere ist, aber ich denke, das ist wahrscheinlich eher auf Platz 1, ist das Dampfgaren. So ein Dampfgarer, der kostet jetzt in diesem Fall 70 Euro. Und das Coole bei dem ist halt, es ist so ein Multidämpfeinsatz. Das heißt also, der passt halt auch auf verschiedene Topfgrößen. Und das Tolle beim Dampfgaren ist, dass das Gemüse nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommt, auch nicht so starker Hitze ausgesetzt wird, und vor allem dauert das Dampfgaren halt auch gar nicht so lange. Und das Coole ist halt, dass es Brokkoli und auch Kartoffeln, Süßkartoffeln, die kriegen, oder auch Möhren, kriegen halt ein richtig geiles Aroma nach sehr, sehr kurzer Zeit. Also so ein Brokkoli kann auch schon mal nach ein paar Minuten fertig sein. Deswegen werden wir das überwiegend eigentlich fast nur im Kochbuch nutzen. Das Kochbuch habe ich dir auch unten verlinkt. Für alle, die dies vorbestellen wollen, werden ganz, ganz tolle Rezepte drin sein. Auch ein sehr, sehr schöner Ernährungsteil. Also schau dort gerne rein. Dann haben wir auf Platz 2, würde ich wahrscheinlich eher sagen, das kurze, scharfe Anbraten oder auch das schonende Anbraten. Backen würde ich persönlich sagen wir mal so, beim Backen ist das Problem, dass meistens bei relativ hohen Temperaturen relativ lange gebacken wird. Also irgendwie 200 Grad, 40 Minuten, und da geht halt einfach eine Menge verloren. Man kann auch sehr schonend backen, also zum Beispiel als Granola im Kochbuch werden wir auch nur bei 120 Grad backen. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, diese 100 Grad, aber gerade beim Braten gehe ich halt nie höher als, sag ich mal, 60% von unserer Pfanne. Und das ist halt, der Vorteil ist, es dauert dann natürlich ein bisschen länger, aber es wird halt einfach nicht so krass braun und kross. Dadurch entsteht eben nicht so viel Acrylamid. Acrylamid ist das, was entsteht, wenn du Kohlenhydrate wie zum Beispiel Toast halt sehr lange röstest, wie im Toaster, und dann wird es halt dunkelbraun und irgendwann im schlimmsten Fall schwarz. Wichtig bei einer Pfanne ist halt nur, dass du darauf achtest, das wusste ich selber vor 2 Wochen nicht, dass sie halt frei von sogenannten PFAS und PTFE-Stoffen sind. Das sind halt Stoffe, die sind in der Beschichtung und die bauen sich halt im Körper nicht ab. Echt nicht geil. Die meisten haben das sogar Backpapier hat, das wusste ich auch noch nicht. Und
Genau, achte einfach darauf, wir haben die jetzt hier von Fissler, also Keramikpfannen sind eigentlich sehr, sehr gut, die haben das meistens nicht. Aber google einfach mal PFAS, PTFE, freie Keramikpfannen und dann findest du mit Sicherheit eine, die für dich passt. Ja, das wäre mein Ranking. Wie gesagt, wir Dampfgarn eigentlich überwiegend oder kurzes Braten und kochen eigentlich fast nur für Suppen. Ich hoffe, das hat dir sehr geholfen. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Mach's gut und bis dahin. Luke.